Wie er genau an die Landungsbrücken gekommen ist, das weiß vermutlich nur sein Fahrer. Aber auch dieser Bulli aus Chile ist erst am Anfang seiner Reise. 7500 Kilometer liegen vor ihm und den anderen gut 200 Teams. Ganz aus Landau in Niederbayern sind Harald Schiffner und Sohn Christian angereist. Ein erster Blick ins Roadbook. Es waren jetzt knapp 800 Kilometer bis hierher. Aber ganz entspannt. Und jetzt freuen wir uns auf die nächsten 7500. Denn auf denen gibt es einiges zu sehen und auch zu bestehen. Viel Abenteuer drin, wir schmökern schon ein bisschen. Spannende Aufgaben wie lass eine Ziege dein Auto fahren oder mach ein Foto, als ein Pferd dein Auto abschleppt. Ich glaube, dass das echt lustig wird. Die nördlichste Rallye der Welt führt einmal rund um die Ostsee. Von Hamburg zunächst nach Stockholm, dann hoch ans Nordkap, von dort ins russische Murmansk. Weiter nach St. Petersburg und über Kaliningrad zurück nach Hamburg. Kurze Anfahrt für Thomas und Birgit. Start ihrer Erlebnisreise war in Bramfeld. Nordkap, ja. St. Petersburg, ja. Das soll eine ganz tolle Stadt sein, haben wir gehört. Da soll richtig Leben sein und das wollen wir noch ein bisschen vertiefen. Also ansonsten kann man dann natürlich die wilden Tiere, die uns überall begegnen, sofort verschrecken. Wenn die das sehen, sind die blind und dann sind sie weg. Navigiert wird nur mit Straßenkarte ohne GPS. Für die meisten gilt daher nun kurz vor Abfahrt erste Etappe planen. Ja. Wir versuchen es bis nach Schweden zu schaffen, ja, heute. Ja, nach Fehmarn wahrscheinlich, ja. Ja, na, wir wollen über Dänemark fahren, schön über die Brücken rüber, also heute mal ohne Fähre. Und dann irgendwo bis Schweden rein, vielleicht 200 Kilometer reinschaffen. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis wir müde werden. Mit der Heimat im Herzen die Ostsee umrunden, das ist das Motto von Roman und Andi, den einzigen Bikern im Feld. Wir sind das Kommando Heinz Schenk. Ja, in Anlehnung an den hessischen David Bowie. Ja. Und in Cidre Veritas, im Apfelwein, liegt die Wahrheit. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Apfelwein und Handkäse mitgenommen. Und den werden wir dann so ein bisschen am Nordkap verköstigen. Machen wir einen schönen hessischen Abend. Ob Team Valhalla, vier Reifen für ein Halleluja oder das Müttergenesungswerk, sie alle haben die Pflichten erfüllt. Ihr Rallye-Auto ist mindestens 20 Jahre alt. Und sie haben alle jeweils 750 Euro Spenden- und Sponsorengelder gesammelt. Viele sogar mehr. Am Ende kommt das Geld karitativen Einrichtungen zugute. Um 11:45 machen sich die ersten Teams mit großen Ambitionen auf den Weg nach Norden. Wir werden Erste. Alles Gute. Danke. Jetzt zählt nur noch Sitzfleisch und Kompass. Vor den Teams liegen nun 10 Länder in 16 Tagen.